Jeder Fortuna Düsseldorf-Fan kennt sie, die Esprit Arena. Dort finden aber nicht nur Fußball- und Modenschauen statt, sondern auch Rockkonzerte und andere Sportveranstaltungen. Und vor allem haben dort jede Menge Leute Platz. Die brauchen aber Strom, um Musik zu hören und auch was zu sehen. Wo kommt der aber her und was passiert eigentlich, wenn er mal ausfällt? Wir haben für euch die Antwort. Die Esprit Arena in Düsseldorf. Eine riesige Arena für Events aller Art. Schülerreporter Torben darf heute zusammen mit Tobias Hinzen von der Firma ABB hinter die Kulissen der Arena blicken. Circa 55.000 Personen können die Arena füllen und die Stimmung anheizen. Durch ihr verschließbares Dach und ihr einzigartiges Heizsystem bietet die Arena ganzjährig perfekte Bedingungen für die größten Sport-, Show- und Musik-Highlights. Hinter so vielen Funktionsmöglichkeiten steckt jede Menge Hightech-Power. Grundvoraussetzung dafür ist eine absolut sichere Stromversorgung. TechTV zeigt euch, was dahinter steckt. Ja, hallo, ich bin der Torben und wie ihr sehen könnt, sind wir heute in der Esprit Arena in Düsseldorf und bei mir steht jetzt der Tobias Hinzen von der Firma ABB. Ja, hallo Torben. Wir möchten uns heute mal überlegen, wie denn die Energieversorgung in so einer tollen Arena sichergestellt ist. Und kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn die Arena voll besetzt ist und auf einmal der Strom ausfällt? Nee, noch nicht, aber es klingt auf jeden Fall interessant. Ja, dann wollen wir mal jemanden suchen, der uns heute bei dieser Frage helfen kann und uns heute begleitet. Ja, dann los geht's. Objektmanager Michael Schick ist für diese Frage genau der Richtige. Hallo. Hallo. Ja, dann wollen wir mal zur Technikzentrale fahren, ne? Es geht nach unten. Und zwar dorthin, wo der Strom ankommt. So, wir befinden uns hier im zweiten Untergeschoss in der Esprit Arena in einem Mittelspannungsschaltanlagenraum. Wir haben insgesamt zwei Einspeisungen. Wofür braucht man denn jetzt genau zwei? Ja, wir brauchen zwei Einspeisungen, damit beim Netzausfall sichergestellt ist, dass die wichtigen Verbraucher weiterhin mit Strom versorgt werden. Ja, und was zählt jetzt genau zu den sicheren? Ja, zum Beispiel die Feuerwehraufzüge, während des Spielbetriebs ein Teil des Flutlichtes, die Alarmierungsanlagen, nur um einige Beispiele zu nennen. So, wir haben jetzt hier eine Mittelspannungsanlage und das Herzstück einer solchen Anlage ist der Vakuumleistungsschalter, den wir hier sehen. Ja, und wie funktioniert das jetzt genau? Ja, Torben, da kann ich dir weiterhelfen. So ein Mittelspannungsleistungsschalter besteht aus zwei wichtigen Elementen. Einmal einem mechanischen Antrieb, der für die Operation zuständig ist, und weiter aus drei Vakuumschaltkammern, die hier ganz in der Nähe in Rating im Großraum Düsseldorf hergestellt werden. Und diese drei Kammern unterbrechen quasi den Strom, wenn die Information vorliegt, dass geschaltet werden soll. Und das kann dann passieren, wenn jemand quasi einfach einen Verbraucher abschalten möchte. Aber vielmehr ist es wichtig, dass in einem Fehlerfall dieser Schalter diesen Fehlerstrom auch unterbrechen kann. Und was passiert jetzt, wenn der Strom ausfällt? Ja, im gleichen Moment bekommt ein zweiter Schalter die Information, so, jetzt musst du einschalten. Und dann wird dafür gesorgt, dass alle sicheren Verbraucher, die wir eben kennengelernt haben, quasi ohne Unterbrechung weiter betrieben werden können. Und das nennen wir dann eine sichere Versorgung. In der Arena gibt es zwei verschiedene Wege, die der Strom zurücklegt. Den Weg der allgemeinen Stromversorgung und der sicheren Stromversorgung. Dazwischen mehrere Transformatoren, die den Strom anschließend mit der gewünschten Spannung auf die verschiedenen Stromkreise der Arena verteilen. So, wir haben ja gerade gesehen, wo die einzelnen Stromkreise verteilt werden ins Gebäude. Wir sind hier in einem Unterverteilungsraum und hier kommen die Stromkreise an. Also da sehe ich aber jetzt auch nur einen Stromkreis, oder? Ja, diese Stromschiene ist für die Allgemeinversorgung, die liegt offen, da sind die normalen Verbraucher dran und hinter dieser Promatverkleidung ist die sicherheitsrelevante Stromschiene und die ist durch Promat geschützt. Ja, aber den Kasten hier kenne ich doch auch irgendwoher. Ja, den kennst du wahrscheinlich von zu Hause, weil auch dort sind solche Sicherungsautomaten verbaut, hinter denen sich die Verbraucher verbergen, also beispielsweise die Beleuchtung des Parkhauses oder verschiedene Steckdosen. Aber Torben, nachdem wir jetzt so viel über die Energieversorgung dieser Arena gelernt haben, wollen wir jetzt nochmal in luftige Höhen aufbrechen? Das klingt auf jeden Fall spannend, dann los!
Raus aus dem Keller, ab an die frische Luft. Hinauf aufs Dach der Arena. Ja, Tobias, du hast mir auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Man hat echt eine super Aussicht, auch wenn es ein bisschen windig ist. Aber was kann man denn hier noch Spannendes entdecken? Ja, hier gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Wusstest du, dass man das Dach zufahren kann? Nee, davon habe ich noch nie gehört. Wie funktioniert das denn? Was schätzt du, wie lange das dauert erstmal? 3-4 Stunden? Nein, das Ganze dauert nur 30 Minuten und wie das funktioniert, kann ich dir gerne erklären. Im Endeffekt besteht das Dach aus 2 Teilen, die separat voneinander zugefahren werden von jeweils 6 Motoren und das Ganze muss dann millimetergenau erfolgen, sodass dann nach einer halben Stunde das Dach komplett geschlossen ist. Aber wenn ich mir jetzt überlege, im Winter das Dach zu fahren, dann frieren die Leute doch trotzdem noch, oder? Nein, das ist nicht der Fall und das können wir uns jetzt gerne mal anschauen, wenn du magst. Gerne, dann lass uns doch direkt losgehen. Genug der luftigen Höhe. Es geht nach unten in den Außenring der Arena. Hier befindet sich das einzigartige Belüftungs- und Heizsystem. Ja, also wie eine Heizung sieht das ja jetzt nicht aus. Wie funktioniert das denn jetzt? Ja, das funktioniert natürlich etwas anders als eine Heizung zu Hause. Und wir haben es hier mit einer Heizungs- und Belüftungsanlage zu tun. Das heißt, die Anlage sorgt dafür, dass immer heiße Luft, aber auch genügend Luft in die Arena kommt. Weil du kannst dir ja auch vorstellen, wenn ganz viele Menschen in der Arena sind, ja, dann wird die Luftqualität eventuell auch mal schlechter. Und da kommt auch dieser Frequenzumrichter ins Spiel. Ja, und wie funktioniert das Gerät jetzt? Ja, so ein Frequenzumrichter, der sorgt dafür, dass der Motor, der da dran hängt, immer mit der richtigen Drehzahl betrieben wird, sodass wir dann sehr umweltfreundlich immer dafür sorgen, dass genug Luft in die Arena kommt, aber eben auch nicht zu viel und natürlich dadurch auch die richtige Temperatur und die richtige Luftqualität eingestellt wird. Ja, dann vielen Dank für die Information. Ich denke, nach dem langen Fußmarsch haben wir uns auf jeden Fall mal eine Pause verdient. Ja, da hast du recht. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt wisst ihr, wie die Energieversorgung in so einer multifunktionalen Arena funktioniert und auch, was passiert, wenn mal der Strom ausfällt. Da wäre es jetzt eigentlich nur noch super, wenn man ein Spiel ansehen könnte, aber das wird heute leider nichts mehr. Also lehne ich mich einfach entspannt zurück und genieße die Aussicht.